Hallo, ich begrüße dich auf dem Kanal Round Round und heute gibt es einen neuen Teil, bau dir einen Camper. Wie schon versprochen, geht es jetzt endlich um das Solarmodul und das ist eine Komplettlösung von der Firma Offgrid Tech. Und was du dazu wissen musst, was du dazu berechnen musst, findest du jetzt in diesem Video. Ich möchte mich als erstes bedanken bei offgridtech.de. Die haben mir das Ganze zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank dafür. Du findest dort ganz viele Komplettlösungen oder einzelne Module für dein Wohnwagen oder dein Camper. Da musst du eigentlich nur noch wissen, was du an Verbrauch hast. Das zeige ich dir aber gleich. Und dann kannst du dort das richtige Komplettsystem auswählen und auf deinem Camper verbauen. Das ist verhältnismäßig wirklich eine kleine Arbeit und ich traue die eigentlich jedem zu, der eine Bohrmaschine bedienen kann. Ja, in meinem Fall ist es ein faltbares Solarmodul mit 120 Watt. Das sind monokristalline Solarzellen. Polykristalline ist ein bisschen veraltet, das gibt es eigentlich beinahe schon gar nicht mehr. Das ist einfach so ein Ding von der Kristallgröße, die konnte man früher eher nicht so groß züchten, das hat eher mehr gekostet. Mittlerweile sind die so weit mit der Technik, dass das schon viel größer wird und dass man da nicht mehr verschiedenste Kristalle zusammenstückeln muss. Das sieht man aber auch, wenn man da reinschaut, es ist eine konstante Farbe und nicht wie bei den Polykristallinen die verschiedensten Flecken, die man dort sieht. Ist einiges effektiver als die Polykristalline und ja, dazu habe ich einen MPPT-Laderegler. Der ist auch nochmals effektiver als die normalen Laderegler. Der hat einen Mikroprozessor drin und der kann das Ganze immer ganz gut abstimmen, was und wie das Ganze der Ladestrom kommt. Es gibt Berichte oder ich habe da Dinge gelesen, die sagen, sie haben dadurch zwischen 15% und 30% mehr Ertrag als mit einem herkömmlichen Laderegler. Dann ist bei mir fix schon eine Flachsicherung verbaut, die ist jetzt mit 15 Ampere abgesichert. Das heißt, das ist auch schon erledigt. Was ich jetzt da nicht so gut finde oder in meinem Fall nicht so wirklich gut ist, sind die Klemmen hier. Die Batterieklemmen oder die Krokodilklemmen, wie man denn sagt, die möchte ich nicht. Ich möchte das wirklich fest verbauen und dann zu jeder Zeit irgendwo rauslegen, wie ich es möchte. Das heißt, ich schneide das durch, mache da noch Kabelschuhe dran und mache das dann direkt auf meine Batterie. Und dann gibt es noch den Bluetooth-Dongle von Victron Energy. Dadurch siehst du halt dann immer, wie viel dein Panel liefert und wie viel geladen wird und der Batteriezustand und so weiter. Kannst du dann alles auf einem Gerät wie dein Smartphone oder dein Tablet dann nachschauen. Das zeige ich dir dann auch noch. Jetzt stelle ich dann mal das Solarmodul auf und zeige dir, wie das Ganze funktioniert. Ja, du musst natürlich noch etwas Kleines wissen. Am besten noch, bevor du dir deine Wohnbatterie, also zwei Batterie gekauft hast und dein Solarmodul. Und das ist die ganzen Verbraucher, die du hast im Bus und du musst von denen die Watt wissen. Jedes Gerät hat einen verschiedenen Verbrauch und das kannst du ablesen oder findest du auf der Produkte, auf der Homepage oder so von dem Produkt. Und dann musst du wissen, wie lange das Ganze läuft. Das ist zum Beispiel bei mir ein großer Verbraucher wird sein die Kühlbox oder die Standheizung. Die Standheizung braucht jetzt zum Beispiel auf Volllast 29 Watt. Das heißt, ich muss dann noch wissen, wie lange die ungefähr läuft am Tag. Ich habe das jetzt mal eine Stunde am Morgen eingerechnet und zwei Stunden am Abend. Das heißt, wenn du natürlich südlich unterwegs bist oder im Sommer, kann das sein, dass du die gar nicht brauchst. Somit ergänzt sich dann das Ganze vielleicht mit der Kühlbox, weil die dann ein bisschen mehr braucht, desto heißer als es draußen ist, um die 5 Grad halten oder die Temperatur halten, die du erreichen möchtest in deiner Kühlbox. Ja, das gleicht sich dann so ein bisschen aus, denke ich. Und jetzt die 29 Watt, die du die Standheizung braucht, mal die 3 Stunden, die ich sie gerne laufen gelassen hätte am Tag, gibt dann 87 Wattstunden. Das musst du dann noch durch die Spannung rechnen, das heißt durch 12 Volt, weil alles auf den 12 Volt läuft und somit bekommst du dann die Ampere Stunden. Und
ich habe alles zusammengerechnet und immer mit der Zeit multipliziert und bekomme so überall die Wattstunden von jedem Gerät. Und das total bekommt bei mir nochmals 20% drauf, dass ich da etwas spatzig habe, und komme so ungefähr auf 500 Wattstunden. Das mache ich dann durch die 12 Volt und bekomme so die Amperestunden. Das sind dann 42 Amperestunden, die ich am Tag brauche. Meine Batterie möchte ich nicht tiefer entladen als 50%. Das heißt, ich habe 184 Amperestunden, 92 Amperestunden habe ich zur Verfügung, dann sind die 50% erreicht. Tiefer möchte ich nicht gehen. Das schadet der Batterie extremst, und wenn du unter einer Spannung von 11,5 Volt gehst, ist das ziemlich schädlich für deine Batterien. Also nicht unter 50% gehen, und somit bleibt deine Batterie auch sehr, sehr lange am Leben. Ich habe dann in diesem Fall 92 Amperestunden, das heißt ungefähr 2 Tage, ein bisschen mehr als 2 Tage kann ich autark stehen, wenn das alles so läuft, wie ich jetzt das Ganze beschrieben habe, mit der Kühlbox, Standheizung, Licht, Akkuladungen für den Laptop und Kameraladungen und der kleine Lüfter da hinten, der immer wieder Frischluft bringt für die Kühlbox. Ja, und das sind dann so ein bisschen mehr als 2 Tage. Das kannst du natürlich dann noch rausziehen oder ein bisschen strecken mit dem Solarmodul, und je nachdem wie groß das ist, kannst du unter Umständen sogar autark da stehen und musst nicht ans Stromnetz, vorausgesetzt du hast immer genug Sonne. Jetzt kommt natürlich die entscheidende Frage: Wie groß soll ich mein Solarmodul wählen? Wie viel Watt soll das leisten? Und du könntest ganz einfach dahinter gehen und sagen: Ja gut, ich habe jetzt ja gesagt 500 Wattstunden am Tag. Mein Solarmodul liefert 120 Watt. Und dann mache ich doch einfach die 120 Watt plus durch die 500 Wattstunden. Das gibt eine Zahl, und das wären dann die Stunden, die das draußen stehen müsste. Es wären 4,1 Stunden ungefähr, und das müsste dann das ganze Panel an der Sonne stehen. Dem ist nicht ganz so. Die 120 Watt sind 120 Watt Peak. Das heißt, das ist so das Maximale, was mein Solarmodul leisten kann. Ich werde es aber zu ganz vieler Zeit nicht leisten, da die Einstrahlung vielleicht nicht optimal ist, der Winkel nicht optimal ist, die Ausrichtung nicht optimal ist oder die Sonne einfach nicht genug stark. Und das ist bei jedem Solarmodul so, dass du weißt, du musst dir da noch ein bisschen spatzig einplanen, und du musst wissen, dass zum Beispiel im Sommer das Ganze einiges schneller geht als im Winter. Aber im Winter brauchst du natürlich viel mehr Strom. Wenn du jetzt sagst, ich bin im Winter sowieso nicht unterwegs, und wenn ich unterwegs bin, bin ich vielleicht 3 Tage unterwegs, das kann ich mit meinem Solarmodul noch richten und das passt mir. Wenn du aber autark stehen musst, musst du im Winter wirklich fast 9-mal mehr Watt errechnen, das, was du brauchst, als was du im Sommer brauchst. Das ist schon voll extrem, viel Leistung, die du dann halt benötigst. Natürlich ist es auch so von den Breitengraden noch abhängig. Wir haben, glaube ich, hier so um die 4 Stunden, die wir wirklich rechnen können, wo wir das Panel draußen haben können und vielleicht mit der Watt-Peak-Leistung rechnen können. Also 4 wirklich gute Stunden, die wir effektiv nutzen können. Und wenn du weiter nördlich gehst, verschiebt sich das Ganze natürlich wieder, weil die Sonneneinstrahlung nicht so stark ist und der Winkel von der Sonne ein bisschen flacher, und somit ja, ist das Ganze nicht so effektiv und nicht so schnell. Das heißt, du musst dir auch noch überlegen, wo nutze ich das Ganze? Nutze ich das eher nördlich? Nutze ich das eher hier in unseren Breitengraden? Ja, ich habe das Solarpanel jetzt mal in die Sonne gestellt. Jetzt werde ich das Ganze verbinden mit dem Bluetooth-Dongle von Victron. Und das habe ich eigentlich schon gemacht. Ich habe das App schon runtergeladen aus dem Play Store. Das klicke ich jetzt mal an. Das verbindet sich jetzt automatisch und zeigt mir jetzt auch sogleich an, mit was für eine Spannung oder mit wie viel Watt das Ganze geladen wird. Ist momentan noch nicht so überzeugend.
Obwohl ich eigentlich schon gedacht habe, ich habe das einigermaßen gut ausgerichtet. Ich werde das jetzt nochmals versuchen zu optimieren. Wir schauen, sehen hier, das 120 Watt Panel bringt 31 Watt. 33, ja, so ein bisschen etwas zwischendrin. Also so etwa 30, 35 Watt. Mal schauen, ob wir das noch besser hinbekommen, weil von der Zeit auch ist es jetzt 13.37 Uhr. Das heißt, es ist eigentlich eine gute Zeit zum Solarstrom produzieren. Und ich richte jetzt das nochmals ein bisschen besser aus und hoffe, dass wir da eine höhere Zahl erreichen. Ja, das Ganze habe ich jetzt nochmals ein bisschen optimiert, habe es runtergenommen von der Fensterscheibe, von der Frontscheibe und habe es jetzt auf den Boden gestellt. Das kann man, es hat hinten drei Beine, das heißt, es ist selbststehend, du kannst die wegklappen vom Modul selbst und kannst dann das selbst hinstellen und so optimieren vom Winkel und von der Ausrichtung. Also wirklich eine tolle Sache. Und du siehst, ich bin jetzt da bei 88 Watt. Hätte ich nicht gedacht, dass das heute geht. Ich war vorhin auch schon bei 95 bis 97 Watt, also knapp 100 Watt. Und Peak ist ja, wie du weißt, 120 Watt. Wir haben aber heute eine gute Zierenschicht. Das heißt, es ist eine dünne Schleierwolke, die über das Ganze hinweg geht am Himmel. Und die nimmt dann schon einiges an Leistung ab. Und wenn da eine Wolke davor geht, ist es auch super krass, wie du das siehst, das fällt voll zusammen. Und somit kannst du halt nie mit den 120 Watt rechnen, wie das Ganze angegeben ist. Aber ich denke, jetzt vorhin war es ziemlich lange konstant bei 97 Watt, so 97, 94, 97 Watt. Und du siehst auch schon hier, wir haben auch schon 50 Wattstunden generiert mit dem Solarmodul und wir haben es jetzt etwa eine Viertelstunde draußen. Also du siehst, es geht doch einiges vorwärts und du könntest bis zum Schluss, ich lasse das jetzt mal noch eine Stunde, ich lasse das jetzt mal bis 3 Uhr, lasse ich das stehen und dann schauen wir mal, wie viel Wattstunden wir hier generiert haben. Cool finde ich natürlich auch, dass du mit dem Bluetooth-Dongle und dem App immer optimal sehen kannst, wie gut dein Modul ausgerichtet ist. Also das heißt, ich könnte jetzt nochmals nach draußen gehen, könnte es nochmal ein bisschen optimieren, der 90 Grad Winkel zur Sonne und die Ausrichtung vielleicht nochmal ein bisschen optimieren und schauen, ob ich da wieder auf die 95 Watt bekomme. Das werde ich jetzt nochmals machen und werde dann nochmal nachjustieren und schaue mir dann nochmals die Wattzahl an. Ja, dieses Resultat ist für mich super beeindruckend. Ich hätte nicht damit gerechnet, ganz ehrlich gesagt. Die Bedingungen heute sind nicht wirklich optimal. Wir haben zwar Sonne, wir haben nicht wirklich warm, aber die Sonneneinstrahlung ist da. Trotzdem haben wir Ende März, das heißt, wir sind noch weit weg von einer wirklich starken Sonneneinstrahlung. Aber es reicht anscheinend. Und wir haben eine dicke Cirrostratus-Schicht, das heißt so eine Schleierwolkenschicht am Himmel. Die ist leider auch Vorbote für eine Warmfront und somit für schlechtes Wetter. Ich hoffe, die Cirrostratus-Schicht hat sich getäuscht und hat sich verirrt und schwirrt dann irgendwo wieder ab. Ich freue mich jetzt nämlich auf den Frühlingsanfang und hoffe, dass es jetzt endlich mal ein bisschen wärmer wird. Und wir hatten immer wieder mal eine Cumulus-Schicht, so eine Quellwolke, die sich vor die Sonne geschoben hat. Die hat das alles abgedeckt, hat überall Schatten hingeworfen und zu der Zeit habe ich vielleicht so 20, 30 Watt produziert oder das Solarpanel. Ja, und trotzdem bin ich auf 120 Wattstunden gekommen. Das zeigt, wie effektiv die monokristallinen Zellen im Solarmodul arbeiten und wie cool oder wie gut ein MPPT-Laderegler funktioniert. Und ja, und das zeigt mir, dass ich autark stehen kann ab Ende März, mal bestimmt. Und das heißt, ich habe ja am Anfang 500 Wattstunden errechnet, die ich täglich brauche. Und das Modul hat mir jetzt etwas mehr als 120 Wattstunden geliefert pro Stunde. Und wenn man dann die 500 durch die 120, dann gibt das irgendwo so knapp etwas über 4 Stunden.
Und das heißt für mich 4 Stunden Sonnenschein und ich kann autark stehen. Das ist einmal richtig cool und wirklich eine coole Nachricht. Das freut mich natürlich sehr. Und ja, falls ich was vergessen habe, falls ich etwas nicht erwähnt habe, was dich interessiert, dann schreib es in die Kommentare. Ich versuche es dir natürlich zu beantworten, möglichst schnell. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals bedanken bei offgridtech.de. Die haben alles, was du dazu brauchst, um ein 12-Volt-Netz auszubauen in deinem Camper, über die zyklfesten Batterien, über die Kabel, Sicherungen oder Laderegler und Solarmodule, findest du alles dort zu absolut fairen Preisen. Und ja, was ich dieses Mal nicht vergessen darf, ist, ja, meine Social Media Kanäle sind online, die werden jetzt in Zukunft immer mehr beliefert und mit Fotos beliefert natürlich. Und da wirst du immer ein bisschen früher informiert, was so abgeht im Camperbau bei mir oder was für Projekte ich gerade am Start habe. Wenn dich das interessiert, dann ebenso unten in der Videobeschreibung findest du den Link zu Instagram und Facebook. Hier findest du jetzt ein Video von einem Kollegen von mir, der hat eine Roomtour gemacht von seinem Bus, der er auch selbst ausgebaut hat. Und wenn du noch ein bisschen Inspiration oder Ideen brauchst, unbedingt anschauen. Und hier geht's jetzt zu offgridtech.de. Und nun wünsche ich dir alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, tschüss.